Wenn man in Berlin ist, muss man echt, also wenn man so in Berlin im Besuch ist, muss man echt aufpassen, mit dem U-Bahn-Netz oder mit dem Straßenbahn-Netz. Naja, ja, ja. Obwohl, nee, so schlimm fand ich das gar nicht, als ich jetzt in Berlin war. Mein Vater, der... Also bist du noch Berlin reingekommen? Zum Glück war mein Vater dabei, der hat uns gut durch Berlin geleitet. Ach, du bist noch Berlin reingekommen sogar, Thorsten? Ja, stell dir mal vor. Bist nicht im Auffanglager gelandet. Nee, ich bin in Berlin willkommen gewesen. Hm? Ach, Quatsch. Erzähl doch nicht. Thorsten, das kann doch keiner erzählen. Doch. Das erzähl ich ja dir. Du musst es doch nicht verheimlichen. Ist doch nichts Peinliches dran. Dass man, wenn also du einen Abschluss hast. Eisbären, das sind doch eine gefährdete Spezies. Stachelschweine entdeckt? Okay. Leg dich einfach mal daneben, neben die Stachelschweine. Na gut, wenn man Stachelschweine hat, dann kann man immer schön, Zahnstocher oder Zahnstocher oder so Spieße, wo man dann essen kann. Mhm. Sozusagen als Gabelersatz. So, jetzt brauche ich aber erstmal neue Siedler. Okay, dich. Minikarte. Ein Spielerübersicht. Okay. Mit Mitspielern retten. Ich glaube nicht, dass Königin Elisabeth unbedingt mit mir chatten möchte. Ich weiß gar nicht warum. Es gibt doch Königin Elisabeth gibt's doch nicht mehr. Es gibt doch jetzt nur die zweite. Ja? Gut, die ist aber auch schon ein bisschen in die Jahr. Ist auch schon ein paar Jährchen. Hat auch schon ein paar Jährchen hinter sich. Mhm. So, Musketier. Wer ist jetzt eigentlich? Wer? Königin Elisabeth die zweite. Die ist. Irgendwie über 90, glaube ich, so 91 oder sowas, oder? Ja, also. Ja. Ja, doch, letztes Jahr ist die 90 geworden, ich weiß nicht wieder. Aber interessant, dass die 2016 überlebt hat. So, das mal heißen. Ja, also 2016 hat auch so viele hier Hubs genommen. Auch wieder wahr. In 2016 gab es sehr viele Backpacker. Nur kam die nie nach Hause an, oder? Es geht ja darum, dass die. Ja. Dass ziemlich viele. Stars aus meiner Kindheit, also Bekannte aus meiner Kindheit, ja, verstorben sind. Mhm. Einer der größten darunter, zum Beispiel Bud Spencer. Ja. Oh ja. Hola? Ich habe mein Vater und ich haben über die Filme gerne geguckt. Aber auch hier die Schauspielerin von Prinzessin Lea ist auch vor ein paar Wochen verstorben. Ja, und ein Tag später. Carrie Fisher Mutter. Hieß sie doch, oder? Ja. Doch, Carrie. Ich habe jetzt offen gestanden nicht zugehört. Die Schauspielerin von Prinzessin Lea. Ja? Star Wars ist verstorben. Hola? Das ist doch Carrie Fisher, ja. Oder? Ja. Die ist jetzt leider im Alter von. Irgendwas mit 70? Mit 60, ja, aber das Schlimme ist ja, dass. Oder weil. Im Prinzip doch, es ist schlimm, dass ihre Mutter. Tag. Habe ich gerade gesagt. Nach ihr verstorben ist. Ja, oh. Hatte ich gerade ja gesagt. Okay. Hatte ich gerade eben gesagt. Naja. Wie gesagt, hey, ich bin hier gerade auch ein bisschen mit dem Spiel hier beschäftigt. Ich auch. Und trotzdem. Trotzdem kann man doch nebenbei reden. Ja, das ist ja auch der Sinn an Chillen mit WTUSS.de. Ne? So, jetzt, Mensch, ich muss dringend... Recolectora. Ich muss dringend Holz ernten. Und zwar mehr.
Und auch mehr Fleisch. Ich muss deutlich mehr Fleisch ernten. Hab den Spurenleser ausgebildet? Bitte nicht. Spurenleser brauche ich doch gar nicht. Lore. Aber es kommt demnächst auch mal in Chillen mit W2SS.de, Command & Conquer in der Version, ich glaube 2 ist das. Muss ich jetzt nachgucken, welche Version ich hier habe. Es macht auf jeden Fall eine wirklich Menge Bock. Ja? Ich bin ja gerade hier, gucke ich mal. Spielst du eigentlich auch Assassin's Creed? Also so reine, so klassische Shooter-Sachen mache ich eher weniger. Ja, so. Ja, Assassin's Creed ist nicht unbedingt Shooter. In das dem ist einfach Sinne. So ein Schleich- und Töten. Schleich und so ein Assassin-Spiel halt. Si. So ein Schleichspiel. Qual es tu comando? Also es ist nicht unbedingt hier einfach bloß Rambo rein und Recolectora. Man muss, Rambo raus. Wenn man Rambo reingeht, dann ist man nach ein paar Lieben tot. Weil man das ist besser, vorbeizuschleichen, anstatt irgendwie statt direkt mit dem Kopf durch die Wand. Ja, mit dem Kopf durch die Wand, das kann ich am besten. Hab ich gesehen bei Emergency. Es hat doch geklappt, oder? Du nachrechnen Winrate mal das. Du 40%. Du hast das jetzt nicht gerade ernsthaft versucht auszurechnen, oder? Also, du machst dich jetzt gerade nicht ernsthaft unbeliebt bei mir, oder? Nein, das tue ich nicht. Ist klar. Nein, also. So, Emergency. Okay. Muss du ein bisschen reinkommen. Ins nächste Zeitalter. Gut. Du bist jetzt in welcher der Renaissance ungefähr? Ich bin jetzt noch im Kolonialzeitalter. Kolonien, genau. Ach, komm, irgendwie. Pilgerväter wollte ich schon sagen. Hier hätte ich meine Geschichte aufgepasst. Das hat mir noch nie geschafft. Weißt du, guck mal. Ein Fort kann ich erstellen. Also es gibt 4 Zeitalter. Also hier in dem Spiel jetzt. Ja. Ich weiß hier jetzt, Steinzeit gab es jetzt nicht, oder? Ja? Steinzeit. Steinzeit bin ich schon vorbei. Ich meine gerade, das gibt's da, richtig? Die gibt es hier auch. Die gibt es auch in Age of Empires 1. Dann gibt's noch Bronze. Was? Bronze in der Zeit. Okay. Wie ich sehe, wandert deine Armee ziellos umher. Dann hier die Kolonialzeit. Dann noch hier die jetzige Zeit und dann noch die Zukunft, oder? Aber ich weiß. Nee, Zukunft gibt's nicht. Oh. Und jetzige Zeit auch nicht. Ach so. Das heißt Age of Empires. Gibt's nicht heutzutage so eine Art Imperium? Nein. Plinkler? Naja, gut. Wenn Trump an die Macht kommt, wahrscheinlich schon bald. Nein. Aber. Nicht für Amerika, sondern. So, die Kreissäge sehr schnell. Gut. Ein, der sehr nah für sein Land hat. So. Okay. Holen wir nochmal 5 Bewohner ran. Preparado. Voy a hacerlo. So. Okay. Que me ordena. Die Einheit löschen will ich nicht. Wie lange wird denn dieser Stream noch ungefähr laufen?
Keine Ahnung. Das kann ich dir jetzt wirklich noch so gar nicht sagen, wie lange das... Wie du noch Lust hast, kann man sagen, oder? Ja, also chillen mit virtuos.de ist immer, solange man Lust hat. Also solange Lust da ist, wird chillen mit virtuos.de auch de weitergeführt. Preparado. Ich kann aber nur nicht... sagen, wie lange der Stream laufen wird. Also es kann noch ein paar Stunden dauern. Kann aber auch ganz schnell zu Ende sein. Der kann aber auch ganz schnell wieder zu Ende sein. Je nachdem, wie stark, kann man dazu sagen? Je nachdem, wie stark man... also ich habe in einem der letzten Streams, wir sind im Festungszeitalter jetzt. Ja. Je nachdem, wie stark man mir... Also, wir haben es im letzten Stream schon gehabt. Da ist mir einer so extrem auf die Nerven gegangen, dass der Stream vorzeitig fast abgebrochen wurde. Oh, okay. Ne? Und das ist... Sie? Nicht gerade ein Vorteil. Ne, das ist wirklich gar nicht so vom Vorteil. Glaube ich. Und weil es bei den anderen ja auch bestimmt noch mitgucken wollen. Genau. Vor allem, man muss ja immer dazu sagen, der Stream, ob ich jetzt spiele oder nicht, hängt dann von uns ab. Nö. Weil spielen tue ich sowieso. So. Und ehrlich gesagt, es ist, wie soll ich das jetzt vorsichtig formulieren?